Hattest du das auch schon einmal, dass dein Geschirrspüler nicht mehr abgepumpt hat und du einen Fremdkörper aus dem Pumpentopf und der Ablaufpumpe entfernen musstest? Oder sogar ein Techniker kommen musste, um das für dich zu machen? Heute klären wir, wie der Fremdkörper vor die Ablaufpumpe kommt. Und los geht's! In diesem Video habe ich dir schon einmal gezeigt, wie du einen Fremdkörper aus der Ablaufpumpe entfernen kannst. Das geht nämlich ganz einfach und du kannst es selber machen, gewusst wie. Aber wie kommt überhaupt ein Kirschkern oder ein Glassplitter bis zur Ablaufpumpe? Denn davor sitzen ja eigentlich die Siebe. Zum einen hier dieses grobe Sieb und dann nochmal dieses feine Sieb. Und durch dieses feine Sieb kommt ja wohl kein Kirschkern oder ein Glassplitter. Aber das müssen wir uns im Detail anschauen. Das Siebsystem wird ja in den Pumpentopf hineingeschraubt. Den oberen Teil kennst du, denn da nimmst du regelmäßig das Sieb heraus. Der untere Teil, der ist in der Bodengruppe des Geschirrspülers versteckt und für dich nicht zugänglich. Aber hier befindet sich die ganze Technik. Zum einen die Heizpumpe, die hier das Wasser heraussaugt und dann in die Sprüharme pumpt. Und zum anderen hier die Ablaufpumpe, die das Wasser dann herausbefördert. Und wenn wir uns das hier einmal anschauen, stellen wir fest, dass an der Stelle, wo die Heizpumpe das Wasser aus dem Pumpentopf raussaugt, das Feinsieb sitzt. Das Feinsieb verhindert also, dass Fremdkörper in die Heizpumpe gesogen werden. An dieser Öffnung sitzt die Ablaufpumpe, die das Wasser ansaugt und dann in den Ablaufschlauch befördert. Dort befindet sich gar kein Sieb. Wäre ja auch schlecht. Stellt euch einmal vor, all die ganzen Fremdkörper, die sich in so einer Spülmaschine befinden, ob es Erbsen oder andere Sachen sind, würden immer in diesem feinen Sieb zurückgehalten. Dann müsste nach jedem Spülgang das Sieb gereinigt werden. Dazu hat keiner Lust. Alle Fremdkörper, die hier oben durch dieses Gitter passen, fallen runter bis zur Ablaufpumpe und werden abgepumpt. Und wenn da dann mal ein Kirschkern oder eine Glasscherbe zwischen ist, dann bleibt die natürlich in der Ablaufpumpe und kann diese blockieren. Dann müssen wir manuell dran und den Fremdkörper entfernen. Fassen wir noch einmal zusammen. Wenn die Ablaufpumpe durch einen Fremdkörper blockiert wird, kannst weder du etwas dafür, weil du zum Beispiel das Sieb nicht richtig drauf gemacht hast, noch die Spülmaschine. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass sich Fremdkörper in der Ablaufpumpe wiederfinden und dann manuell entfernt werden müssen. Mit Hilfe von diesem Video kannst du das ganz einfach selber machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Dann bekommst du regelmäßig Tipps rund ums Thema Haushaltsgeräte. Bis dahin!